Hey yo, und willkommen zurück zu Let's Play Twilight Princess in einer Folge, in der ich sowas von ruhig kommentieren werde wie noch nie zuvor, wenn ich auf dem Grashalm blasen darf. Mein Gott, es ist der weiße Hai! Der fliegende weiße Hai! Oh Gott, er greift ein Tum-Tum-Tum-Tum-Tum-Tum-Tum-Tum-Tum! Oh, es ist ein. Was soll das sein? Falke? Ich kenne mich damit. Ah, ich soll den Zeiger auf die Dingens richten. So. Wir können mit diesem gefiederten Freund ein bisschen Unheil stiften, indem wir uns diese wabenförmige Einrichtung hier zu Boden holen. Dieses riesige Tanzaffengebilde, was eigentlich ein Bienenstock ist. Ist doch ein Bienenstock, oder? Ja, wo wir gerade schon mal oben sind, da bleiben wir auch hier. Da können wir nicht mehr weiter. Ihr seht vielleicht im Hintergrund, da tanzt ein Affe mit einem Baskenkörbchen. Nochmal mehr Flöten. So, und ich habe früher immer gedacht, Moment, du brauchst bestimmt die Schleuder, um ihm das Ding da aus den Händen zu schießen. Was muss ich denn für die Schleuder tun? Ja, diese blöde Katze wiederholen. Und, was brauche ich dafür? Bestimmt die Angel, um hier einen Fisch zu fangen. Und wie kriege ich die Angel? Indem ich das Baskenkörbchen abliefere. Hä? Das Ding ist ein Teufelskreis, aus dem es keinen Entrinnen gibt. Was soll ich tun? Was soll ich tun? Was soll ich tun? Und irgendwann habe ich dann nur das richtige Ziel. So. Und, habe ich die. Oh, scheiße, ich bin Timer gestartet. Hä? Ja, es ist wieder Zeit für Timer. Ich würde es ja dann doch häufiger fragen konnte. Egal. So. Ich habe ein kleines. Moment, das ist ein Bett. Wahnsinn. Habe ich ein Bett in meiner Bude? Egal. Ich habe ein zweites Bett in meiner Bude. Ich habe gerade. Ja. Wunderbar. So. Jetzt liefern wir es ab. Die Kürbisse wieder meinen schweren Hintern. Okay, meine schweren Füße. Diese Orientierung, diesen nein, 3D-Spiel macht mir immer wieder zu schaffen. Wo war die Schnalle noch gleich, wo ich das... Verdammt, wo bin ich? Ach ja, ich habe ein Minimum. Jetzt, ja. Hallo, Frau. Oh, Link. Oh, willst du mit mir in diesem Bett schlafen? Diesen Weidenkorb hatte ich schon überall gesucht. Ich hatte ihn damals geflochten, als mein erstes Kind unterwegs war. In all den Jahren ist er mir sehr ans Herz gewachsen. Hast du ihn etwa extra gesucht, damit du ihn mir bringen kannst? Danke. Vielen, vielen Dank. Da fällt mir ein, ich habe ja noch etwas, was ich dir geben wollte. Würdest du dir etwas ausmachen, diesen Weinkopf für mich ein Stück nach Hause zu tragen, bis nach Hause? Ja, hast du schon gesagt, bis nach Hause. So, ich laufe einfach mal vor, weil sie langsam ist. Na gut, sie ist schwanger. Kann mal passieren. Also, wenn man das Hütchen vergisst. Vielen, vielen Dank, Link. Ach ja, da war noch etwas, was ich dir geben wollte. Also gut, hier, für dich. Für dich habe ich diese Angel gerieben. Das ist ja nur eine einfache Angel, die du verwenden kannst, um Fische zu fangen. Ach, nee. Ja. Ist mir bekannt. Siehst du, war sehr einfach. Oh, mein Sohn Cole. Sohn. Das Ding ist ein Sohn. Okay. Mein Sohn, meine Sohn-Tochter Colin hat sie selbst gemacht. Und sein Vater hat ihm dabei geholfen. Vielleicht hast du ja gelegentlich Lust, sie mal auszuprobieren. Ja, danke. Dass du mir die nicht einfach so geben konntest. Und, na, was soll's. Ich meine, sie haben wenigstens versucht, hier irgendwie was zu bauen. Hallo. Wer bist du? Guten Morgen. Heute ist Farrd allein auf der Weide. Kümmert sich um alles. Aber ich frage mich, ob er wirklich klarkommt. Hey, die Ziege bricht aus! Sie läuft es auf! Haltet sie auf! Alles klar! Captain Link hat alles im Griff! Sag ich jetzt? Sie hat mich von hinten überfallen! Ist doch wieder ein Verlust für unser Dorf. Ich wusste doch, man kann Fahrt nicht allein lassen. Wenn du eine gepackt hast und angedrückt hältst, wird sie schon dir zur Vernunft kommen. Versuche es, falls doch mal einer von den Ziegen durchbrennen will. Ich könnte es jetzt nochmal versuchen, hier gerade vergessen, dass ich noch den A-Knopf drücken muss. Ach, egal! Es bringt. Bringt es irgendwas, die Dinger zu fangen? Ich glaube nicht, Jim. So, ich bin schon, hab mich schon wieder verlaufen. So, in diesem Spiel habe ich mal ganz ordentlich viel Zeit, mal über Tacheles zu reden, was ich in anderen Spielen nicht habe, weil entweder ist es Kampf oder es ist Dialog. Und in den Kämpfen sage ich was über die Kämpfe, nicht über den Dialog oder sowas. Und ich weiß immer noch nicht, ob ich wirklich der Richtige bin, um so ein Spiel zu let's playen, weil irgendwann mal wahrscheinlich der Saft ausgeht. Also der Kommentarsaft oder so. Auch wenn man das vielleicht nicht glauben mag, aber das wird wahrscheinlich so sein. Okay, jetzt werden wir mal auf diese Leiter hinauf klettern, weil wir wollen ja unser letztendliches Ziel ist ja der Kofen in der Schleuder und dafür brauchen wir Geld. Und hier ist Geld, nämlich 10 Rubine. Und hier haben wir nochmal Gras. Yay! So, man kann auch diese Sequenzen, abgesehen von dieser hier, mit Minus. Hallo, ich möchte das abbrechen. Danke. Aber wir haben eine Pflichtscheine. Und, Moment, da ist das Huhn. Das Huhn hole ich mir mit Falco. Falco. Out of the dark! Hot dog! Es gibt das Huhn, was mir sagt. Into the light. So, jetzt fliege ich mit dem Huhn hier rüber, um einen weiteren 10er-Rubin einsammeln zu können. So, jetzt schmeiße ich noch Steine. Yay, ein blauer Rubin! Hey, ich bin Superman Römisch 4! Ich meine, die wiegen doch bestimmt was, oder? Was ich ein bisschen blöd finde... Oh, ich kann sie nicht kaputt machen, wenn ich sie nicht gegen eine Wand werfe. Uhaha.
Was ich ein bisschen blöd finde, bin ich ganz ehrlich, ist jedes Mal, wenn ich das... Aha, ja, super. Hast du toll gemacht, Sick. Nimm einen Kürbis, Mensch. Jedes Mal, wenn ich dieses Spiel neu starte, wer packt irgendwie so ein Ding in Kürbis? Ja, sind eigentlich minisch, aber was soll's? Ich meine, das Ding muss wachsen und da ist kein Loch drin. Und die Dinger sind ja auch nicht gerade klein. Na egal. Jedes Mal, was soll ich jetzt gesagt haben? Ich weiß es nicht mehr. Jedes Mal, wenn ich irgendwas mache, dann... Ah, nein, falsches Menü. So, mit Minus gehe ich hier rein. Ja. Legen wir das doch mal auf B. Gehen wir raus. B und halten das gedrückt und schwing. Einmal Angel ins Wasser halten. Oder, ja, ans Wasser halten. Warten, bis der Schwimmer runtergezogen wird. Komm. Und zu spät. Oder zu früh. Je nachdem, wie es ist. Aber da ist es halt. Wir wollen den kleinen Fischilein nicht vertreiben. Der Scheiß. Ah, ich war noch nie gut in diesem Angeln hier. Ah, überhaupt sind Angelspiele kacke. Ich mag sie jedenfalls nicht. So, warten hier. Zieh. Zieh. Zieh, kräftiger, zieh. Aha, endlich. So, jetzt halte ich das Ding nach oben. Das sieht irgendwie aus, als wäre Link irgendwie so eine Puppe, oder? Wo sich nur sein Arm ein bisschen bewegt. Yay, ich habe einen Fisch gefangen. Nein, ich will ihn freilassen. Hey, ich wollte es der Katze geben, damit er nicht nach Hause gehen kann. Ah, oh, jetzt muss ich schon wieder angeln. Ah. Genau wie mein Erfolg bei Frauen, bei diesen blöden. Halt das Ding unten. Da vielleicht muss ich ein bisschen weiter zurückstehen. Und im Grunde kann man überall ohne Köder angeln, aber es gibt bestimmt... Es gibt bestimmte... Fänge, für die man bestimmte Köder braucht. Auch welche, die wir für die Story angeln müssen. Oh, ich hasse es jetzt schon. Ich hasse Angeln. Ich hasse Angelquests. Aber ich mache sie... Ist das jetzt gebackt oder was? Naja. Okay, warten wir nochmal. Oder gibt es hier keine Fische mehr? Ah, ich verbrauche schon wieder... Hier gibt es keine Fische mehr. Oder? Bin einfach zu weit weg. Probieren wir es nochmal. So. Vorsicht, Hals und billig. Beißen Sie, ja, es hat angebissen, yes. Vielleicht habe ich es auch nicht einfach nur weit genug in den See reingeworfen. Das ist doch der gleiche Fisch wie eben auch mit dem Hypnose. Mit der Hypnose-Textur. Ja, endlich, es geht doch. Und dieses rotzfreche Tier schnappt sie das einfach, ohne zu fragen. Ja. Du wohnst ziemlich weit von zu Hause weg, kann das sein? Hätte sich ja auch ein Huhn fangen können, aber vielleicht hatte ich Angst vor dem großen, bösen Huhn. So. Jetzt haben wir auch erledigt, jetzt können wir... Ach, was soll's? Ich spring einfach noch vorbei. Link ist ja einer der ganz wenigen Spielehelden, die von Haus aus schwimmen können. Aber das war auch nicht immer der Fall. Wir erinnern uns an, wie ist das noch gleich? Jetzt fällt mir der Name von dem Titel nicht ein. Auf dem SNES. Wie ist das Ding noch gleich? A Link to the Past, richtig. Da musste man nach langem, langem Suchen ja erstmal Schwimmflossen kaufen. Obwohl das auch hirnrissig ist. Vor allem, was ich hirnrissig finde, ist... Dass das Klettern hier so lange dauert. Ich hasse Kletterpassagen ohnehin, sei es God of War oder sei es ein Zelda. Gerade weil es hier so lange dauert. Ist zwar realistisch, aber screw Realism. Zumindest was Klettern angeht. Ich will schnell was erreichen. Das geht nicht, weil das Klettern so lange dauert. So. Jetzt langsam auf den Ästen hier entlang, um einen blauen Rubin sich anzueignen. Und in der letzten Konsequenz den güldenen. Yay! Oder gelben. So, zufälligerweise landen wir direkt vor dem richtigen Tore vom Laden. Zeiras Laden. Die dicke Tante von dem. Es ist Andenk, willkommen. Das muss ich dir erzählen. Du wirst es mir nicht für möglich halten. Meckhaut ist einfach unglaublich. Der Guter, heute hat er selbst einen Fisch gefangen und hierher mitgebracht. Ich frage mich, wer das gemacht hat, ob ein Kater wohl ein Genie ist. Sieh ihn nur an, ist denn nicht süß, wie er so friedlich seine Milch trinkt. Du solltest auch einen Schluck probieren. Und weil ich heute so glücklich bin, sieht diese Runde sogar aus Haus. So happy. Du willst eine Flasche Milch. Aber die Flasche ist nur zur Hälfte voll. Lege, bla bla bla. Ja, ist okay. Milch regeneriert 3 Herzen. Das ist doch das einzige Spiel auf der Welt, wo es... Ja, du musst diese Flasche, musst du überhaupt nicht zurückgeben. Verwende sie ruhig, um etwas anderes hineinzutun. Ich glaube nicht, dass du etwas machst, aber die jungen Leute heutzutage werfen immer alles gleich weg. Also, was kann ich für dich tun? Was kann ich hier verkaufen? Wenn du ja, ich sehe mich um. Ich... Ach so, ah, ja. Ich kann auch gleich darauf zeigen, ist richtig. Gekauft für 30 Rubin, der Sport bin ich. Sieht aus wie aus Sack gemacht. Oder aus Seilen. Ja, ich... Ah, das lese ich jetzt nicht vor. Kürbiskerne, die als Munition, finde ich toll, finde ich wunderbar, finde ich klasse. Und, das war's auch. Ich will deine überteuerten Preise nicht mehr weiter unterstützen, liebe Frau. So, diese Schleuder war notwendig, um die weiteren Investitionen, die wir uns jetzt eingehend einlassen werden. Jetzt müssen wir nämlich bei den Rotzblagen erstmal Eindruck schinden. Und das möchte ich doch dann gleich auch tun, weil ich Rotzblagen nicht mag und ich möchte mein Business mit denen so schnell, wie es auch nur irgendwie möglich ist, beenden. Oh, hallo! Ja, alles groß heute!
Link, genau richtig. Ich bin fertig mit der Arbeit. Ich habe es in ein Zimmer gebracht und es ist groß geworden. Ah, und du hast die Angel abgeholt. Da kann sich Colin freuen. Colin McRae? Und man kann wirklich erstaunlich gut mit ihr angeln. Also, dann bis später. Ah, Colin McRae, ist er nicht gestorben vor längerer Zeit? Also der Pate für diese Rallye-Spielserie stand. Ah, ich weiß es nicht. Gott hab ich selig, wenn es der Fall sein sollte. So, genug getrauert. Ja, ich weiß, ich kann mein Inventarzeugs auch auf mein Digipad. Oder so. Ach, ah, mit A gehe ich zurück. Hallo, Kinder, guck mal hier. Wusch. Wow. Habt ihr das gesehen, wie die sich geduckt hat? Oh, ich glaube, ich muss mit denen reden. Ah, Link, du hast ja eine Schleuder. Super, Link, du hast sie also gekauft. Natürlich habe ich sie gekauft. So, jetzt hier. Schaut mal an, wie ich schießen kann. Oh, das sieht ja furchtbar schwer aus. Oh. Frag mich ja, wie es in der Gamecube-Version ist. Die Wii-Version ist ja gespiegelt. Alles vorbereitet. Also, an den Zielscheiben und den Funkscheiben kannst du uns zeigen, wie toll deine Schleuder funktioniert. So, ein Kilogramm. Das sind eben noch kleine Jungs, Link. Mach ihnen einfach eine Freude. Zunächst zielst du neben Blubla mit Hilfe von Double X. Das ist mir klar so. Zack. Und hier. Schneller als ein Schatten. Boah. Wahnsinn, getroffen. Der Motor, wenn du stehst, ist ein Riffle, wo du oben singst und ein Schneider. Hallo, das ist nicht der Riffle. Es tut mir leid, das sind einfach nur. Wie heißt es? Was sind das noch gleich? Ach ja, Anweisungen, wie man dieses Spiel spielt. So. Hier, schneller als ein Schatten. Boah. So, jetzt schieben wir den Dingern noch die Köpfe weg. Achso, die kann ich aktivieren. Ah, da geht das noch viel einfacher. Und da hinten noch. Aha! Wow, Super Link! Super Link, kommst du nicht gepflegt? Hier, nee, kannst du irgendwas mit Hilfe von Zetanisieren. Dann triffst du immer ins Schwarze. Es ist schwierig, das Geschriebene so rechtzeitig zu registrieren, bevor mein Mund da ankommt, um es auszusprechen. Du bist wirklich fantastisch, Link! Übrigens, Link, hat Glens Vater nicht ihm etwas gebracht? Ja, genau, aber was ist es eigentlich? Los, zeig schon! Ich hoffe, es ist keine Angel! Wahnsinn! Wahnsinn! Seht euch das an! In der Zwischenzeit hat sich diese Spinne hier breit gemacht. Und Link hätte es bestimmt nie geschafft, jemals wieder nach Hause zu kommen, hätte er sich zufällig die Schleuder eingesammelt. Wer baut sich übrigens hier übrigens eine Leiter dran? Hätte man dieses Baumhaus nicht irgendwie besser in den Eingang gebaut? Ach, egal. Hätte man hier vielleicht graben müssen, anstatt den Baum auszuhören. Irgendwie ist meine Nase gerade zu. Bleh. Oh, und er hat sich die Mühe gemacht, das ganze Ding in einer dicken, schweren Truhe mit anzuschleppen. Da ist ein Schwein hier. Schwein, ja. Schein, einem hier nicht die Scheinwerfer aus der Truhe entgegen. Du hältst das Holzschwert. It's dangerous to go alone. Take this. Es ist gut gepflegt und hat in dieser Truhe lange auf dich gewartet. Verwende Schawing, um es zu schawingen. So viel Zeit habe ich noch. Wahrscheinlich nicht mehr genug, aber ich will zumindest die Schawing-Passage noch hinter mich bringen. Indem ich eiskalt dieses Gebäude wieder verlasse, während ich nach draußen gehe und mir die Sonne vor den Allerwertesten scheint. Hallo? Haha, hier, Schawing! Verdammt, was ist mit den Ninja Kids hier los? Das sind die Teenage Mutant Ninja Kiddies, oder? Na, egal. Hey, Link, das ist ein Holzschwert! Ah, tatsächlich, jetzt musst du aber auch ein paar Tricks zeigen! Lass das jetzt den Affen nicht so frech! Aber ich will das hier alle fertig machen! Warum musst du mir so zeigen, wie man mit dem Schwert umgeht? Hurra! Hab ich schon lange nicht mehr gemacht. Okay. Super, also zeig uns jetzt eine Attacke! Muss man nicht einfach schwingen, um einen Schlag auszuführen? Schwingen? Ja, hier mach. Zack! Ohne was zu machen, einfach nur das Ding rumwedeln. Ich wedel gerne mit meinem Ding rum. Super, neues Hotel, was ist schon mal? Was hab ich gerade gesagt? Ein Holy. Ho. Ein Ho. Ah, lass mir das! Ja, bla bla bla. Aber als nächstes. Ja, fuck mit deinem Ding nicht so rum. Ah, ich weiß nicht, zeig uns einen tollen Trick, wo du zuerst mit Z fokussierst und dann nach vorne drückst und dann das einfach mit Dings zu schwingen und eine Stichattacke machst. Stichattacke? So heißt das doch. Okay, anvisieren nach vorne und Feuer! Wahnsinn, Link! Und jetzt möchte ich auch einen Spezialtrick sehen, du weißt schon. Die Wimmelattacke, so heißt sie doch. Diese Schlagattacke, wo du die im Kreis drehst. Einfach nur das Ninja-Schüttel. Mir ist er noch nicht dabei. Das ist ein Besserwisser-Kind. Super, danke, Link, ganz toll. Ich bitte, dass du das spielst auch. Wo du doch sicher auch so viel zu tun hast. Einer fehlt noch! Zum Schluss musst du uns noch den Sprungattackenangriff zeigen, wodurch du in die Luft fliegst und dann zack! Das ist doch der Moment, wenn fokussiert plötzlich A drückt. Ah, wusch! Wow! Einfach der Wahnsinn! Echt super, Link, herzlichen Dank! Ich nehme immer. Ja, einfach ein Gegner könnte euch schon besiegen. Vielleicht ein Daphne oder so. Oh! Da ist ja einer! Und dann werden wir vertrimmen, 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 vertrimmen. Der Hintern von ihm ist schon ganz blank, weil er vertrimmt wurde. Warte! Oh nein, sag mir jetzt bloß, ich muss die Rotzblagen suchen gehen. Wo kommst du auf einmal her? Bist du etwa der Außenseiter? Ja, wenn du aus so eine Dame. Die anderen sind alle im Wald, hoffentlich passiert dir nichts.
Okay, es ist Zeit aufzusatteln. Lignanzo! Schaff es nicht, einen Satz zu steigen, weil er so oft fehlt. Wer's werde ich mit den Kindern machen? Lignanzo! Erfahrt in der nächsten Folge bei Lignanzo, lalala! Hör auf zu laufen, Pferd.